Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Klaus Ernst, vielen Dank erstmal für die von mir wohl gemeint aufgenommene Sorge um unsere Wahlkampffähigkeit. Und natürlich hast du recht, wir sind nicht im Wahlkampf. Nein, wir sind 6 Monate vor der Bundestags nicht im Wahlkampf, weil wir als Union, als CDU-CSU dieses Land regieren und uns nicht mit Wahlkampfklamauk aufhalten und eine Sau nach der anderen durchs Land treiben, weil dieses Land und dieses Volk hier verdient, dass man 6 Monate vor der Bundestagswahl auch vernünftige Arbeit abliefert. Und dafür stehen wir hier in dieser Koalition und in diesem Parlament. Und vor allem bei dieser Debatte, die Debatte, die wahrscheinlich jeden hier schon mal getroffen hat, die Angst vor Arbeitslosigkeit, weil es Ihnen ging in Ihrer Vergangenheit. Ich habe erst vor kurzem wieder daran denken müssen. Ich habe vor knapp 20 Jahren eine Ausbildung gemacht bei Edeka, habe da Tomaten nach Größe, Joghurt nach Datum sortiert. Und wie ich vor kurzem gehört habe, dass es den ersten kassenlosen Supermarkt geben wird, wo ich keinen Kassierer mehr brauche, keine Kassiererin mehr brauche. Ich habe mir auch gedacht, was denken sich jetzt meine Kollegen in dem alten Laden? Die können nichts dafür. Die Technologie schreitet fort. Kollege Paschke hat es ausgeführt. Es gibt Branchen, die verschwinden. Somit ist jeder persönlich, individuell immer wieder mit Arbeitslosigkeit konfrontiert. So, und dann neigt dieses Thema dazu, relativ schnell aufgegriffen zu werden. Es ist aber kein Thema für Wahlkampf und es ist kein Thema für Klamauk. Und wenn ich mir die Debatte in den letzten Wochen angehört habe und ich dann höre, wie man es nötig hat, dass man jetzt am Arbeitslosengeld schraubt und was man alles machen muss, dann will ich mal kurz ein paar sachliche Fakten in die Debatte einführen. Wir haben im Vergleich zu 2005 400.000 offene Stellen zusätzlich on top auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben so viele sozialversicherungspflichtige Beschäftigte wie noch nie seit Bestehen dieser Bundesrepublik. Und seit 2005, seit Angela Merkel regiert, hat sich die durchschnittliche Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 bei über 55-Jährigen nahezu halbiert. Sie ist mit 217 Tagen auf einem historischen Tiefstand. Das ist die Wahrheit. Und die Anzahl der über 55-jährigen Arbeitslosen ist natürlich nur leicht gesunken. Stimmt, ja, stimmt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass wir mittlerweile 3 Millionen mehr Arbeitnehmer über 55 auf den Arbeitsmarkt haben. Und somit ist natürlich auch dort die Zeit der über 55-jährigen Arbeitslosen relativ massiv zurückgegangen. Das ist die Wahrheit und nichts anderes. Sowas. Wir sind auf einem guten Weg seit 10 Jahren. Alles andere spricht den Arbeitsmarkt, auch die Fähigkeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland schlecht. Dafür sind wir nicht zu haben. Und jetzt gebe ich, Klaus, jetzt hast du uns einen Tipp im Wahlkampf gegeben. Ich gebe euch auch einen. Vielleicht müsstet ihr euch auch einen Buchstaben für euer Konzept überlegen. Ja? Q haben wir schon gehört. Vielleicht nehmt ihr W für Arbeitslosengeld Wahlkampf. Mehr ist es nämlich nicht. Mehr ist es nämlich nicht, weil ihr macht eines. Und jetzt gehe ich mal auf den Antrag näher ein. Der hat sie mich verdient, weil im Gegensatz zu Presseäußerungen hat man Herr Kollege Zech, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von dem Kollegen Ernst. Natürlich. Natürlich. Da. Jetzt muss ich die Krawatte richten. Dann mache ich das auch. Lieber Tobias, ich wollte noch mal auf folgenden Zusammenhang eingehen. Da sind wir wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. Ja, Qualifikation ist notwendig, auch für die Älteren, die mit 55 möglicherweise noch ihren Job verlieren. Meine Erfahrung ist, dass auch gerade die 55-Jährigen das sehr gern annehmen, weil sie nämlich mit 55, wenn sie bis 67 arbeiten wollen, nun wirklich nicht noch mal 12 Jahre zu Hause bleiben wollen. Also das liegt nicht an den Menschen, die nicht wollen. Wenn wir uns darüber einig sind und wenn wir die guten Arbeitsmarktzahlen hören, dann müsste eine theoretisch längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes in der Praxis gar keine Wirkung haben, weil nämlich die Menschen mit ihrer Qualifikation spätestens nach der Qualifikation wieder eine Arbeit haben. Das bedeutet, unser Antrag, wenn man den jetzt hochrechnen würde, was er kostet oder sonst was, ist eigentlich nicht das Problem, sondern das Problem besteht darin, dass man trotz Weiterbildung, die Zahlen hast du ja selber gesagt, trotz Weiterbildung das Problem haben, dass wir eine große Zahl von Älteren einfach trotz der Weiterbildung nicht mehr in Jobs kriegen.
Wenn einer mit 55 aus dem Betrieb rausgeht, dann ist er 57. Nach der Weiterbildung nach 2 Jahren. Wer stellt denn noch einen 57-Jährigen ein? Ich sage immer, es gibt noch 2 Jobs, wo das theoretisch gut funktioniert. Das ist Bundespräsident und Papst. Bei den normalen Bürgern ist es schwieriger. Wir haben jetzt auch schon einen Jüngeren. Ja, da ist es auch nicht mehr so, dass man als Älterer gleich wieder einen Job kriegt. Gell? Also insofern kann ich nur sagen, wenn das das Problem ist, dass man Ältere trotz Weiterbildung nicht vermitteln kann, dann ist die Frage, wie geht man mit deren Würde um? Was machen wir mit denen? Schickt man die dann ins Arbeitslosengeld? In Harz? Oder machen wir tatsächlich eine Lösung, dass wir sagen, wir geben denen Arbeitslosengeld 1, so lange, dass man längere Zeit hat, vielleicht doch noch was zu finden und nicht kurz vor der Rente, nach einem ganz erfüllten Arbeitsleben, nach 30, 40, ja. 50 Jahre Arbeit möglicherweise, dass wir die nach unten schieben. Das ist der Sinn unseres Antrags. Also sehr geehrter Kollege Ernst, vielen Dank. Also vielleicht, ich wollte jetzt auch... Ich meine es ernst. Also ich habe mir den Antrag durchgelesen. Mir ist auch die Ernsthaftigkeit, was dahinter steckt, durchaus bewusst. Das erkenne ich auch an. Bitte mir nachzusehen. Ich komme gleich nochmal drauf. Ich habe einfach anderen Ansatz, was die Lösung betrifft. Ich bin der Überzeugung und deswegen auch volle Zustimmung, Weiterbildung ist nie zu spät, bis zum letzten Tag. Ich sage nur, die Frage ist, wer die Weiterbildung anbietet. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Ansichten. Wir haben, wenn Sie die Studien vom IAB, vom Institut der Deutschen Wirtschaft nachlesen, welche Art der Weiterbildung wirklich dann zur Wiederreintegration in den Job führt, dann ist es vor allem 75% der betrieblichen Weiterbildung, die angeboten wird und nicht die, die über Bildungsträger angeboten wird. Darüber müssen wir noch mal sprechen. Was heißt wieder Weiterbildung? Aber bei der grundsätzlichen Aussage ist Weiterbildung der Hauptfaktor für die Reintegration in den Job. Zustimmung. Ich möchte bei diesem Thema, aber natürlich haben wir einen Unterschied, so ernst ich es nehme, weil ich glaube, dass ihr bei den Symptomen ansetzt und nicht bei dem Problem. Und da muss ich der Kollegin Potmer recht geben, das ist auch nichts Neues. Dieser Vorschlag, dieser Antrag, ob das Ding jetzt Q heißt oder W heißt, ja, wie auch immer, hat zur Folge, dass er an der Praxis vorbeigeht, denn es würde dazu führen, dass wir ein Mittel schaffen, für eine weitere Frühverrentungswelle, das wollen wir gerade nicht. Wir wollen nicht den leichten Weg in die Frühverrentung. Und deshalb ist es eine reine Symptombekämpfung und greift nicht an. Weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Arbeitslosigkeit sind, die wollen, und da bitte ich auch um Zustimmung, nämlich nicht eine so lange Bezugsdauer wie möglich, die wollen so schnell wie möglich wieder zurück auf den ersten Arbeitsmarkt. Und da müssen wir ansetzen und nicht an der Bezugsdauer. Und deswegen, glaube ich, kann ich auch erklären, ob das Ding jetzt Q heißt oder W heißt, dass die Koalition CDU, CSU und SPD mit voller Überzeugung heute diesen Antrag auch ablehnen wird. Und das auch zu Recht. Frank-Jürgen Weise hat sich auch dazu geäußert, wie man mit der Verlängerung der Bezugsdauer umgehen kann. Ich darf zitieren, Frau Präsidentin. Er hat gesagt, mehr Verteilung schafft Leistungsempfänger statt Leistungserbringer. Der Wettlauf um die höchsten Zahlungen führt in eine Sackgasse. Ich glaube, diese Sackgasse wollen wir nicht. Wir haben sie erkannt und wir werden diese Sackgasse auch umschiffen. Das andere ist, das kommt auch, gehört der Ehrlichkeit hinzu, es sind unkalkulierbare Kosten, über die wir hier sprechen, wenn man die Arbeitslosengeldzahlungen erstens am Bedarf vorbei, an den Arbeitnehmern vorbei verlängert. Ich halte das auch im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit und wie wir das Geld für wirkliche Qualifizierungsmaßnahmen einsetzen können, für nicht verantwortungsvoll. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen, das haben die Vorredner schon alle gemacht. Ich möchte vielmehr betonen, dass wir die Arbeitslosenversicherung ja in den letzten Jahrzehnten in diesem Land zu einem äußerst modernen Zweig unseres Systems weiterentwickelt haben. Und für uns ist es wichtig, dass das natürlich kein Zustand ist, den wir nie wieder anpacken. Natürlich müssen wir die Arbeitslosenversicherung irgendwann weiterentwickeln, aber in die Zukunft gewandt und nicht rückwärts und an dem Kunden orientiert. Und der Kunde ist der Arbeitnehmer, der zurück will auf den ersten Arbeitsmarkt. Und ähnlich gilt für Ihre einzelnen Forderungen die Ausweitung der Rahmenfrist von 2 auf 3 Jahre. Ich könnte es jetzt ewig noch ausdehnen. Ich möchte Ihnen aber auch eines sagen, dass wir natürlich Probleme erkannt haben, dass nicht jede Beratung funktioniert,
dass wir natürlich bei den Älteren Schwierigkeiten haben bei der Vermittlung. Da müssen wir rein, da haben wir ein Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem auch die Bundesagentur zugeordnet ist. Da muss man auch operativ arbeiten. Das will ich auch nicht über Presseartikel lesen, sondern das will ich dann auch in der Arbeit im Ministerium haben. Da haben wir jetzt ja lange genug Zeit gehabt. Ich glaube nicht, dass wir eine Systemänderung brauchen. Wir haben ein sehr gutes Gesetz, wir haben eine gute Arbeitslosenversicherung. Die müssen wir ausnützen. Da muss man operativ dann eingreifen, wenn was nicht funktioniert. Was wir nicht brauchen, ist eine unkalkulierbare, sinnlose, am Arbeitnehmer vorbeigehende Erweiterung und Verbreiterung der Arbeitslosengeldbezugsdauer, die nur dazu führen wird, dass die Leute eher in Rente geschickt werden und keinen einzigen eher zurück in den Job bringen. Und das muss unser Ziel sein. Und ich sage Ihnen auch, dieses Thema wird uns garantiert noch länger beschäftigen. Ich freue mich auf die weitere Debatte mit Ihnen. Ein großes Thema. Ich kann jeden, den es um die Sache geht, einladen, dazu mitzusprechen. Und das tun wir am besten hier im Parlament und nicht bei irgendwelchen Partys. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Zech. Als nächstes spricht die Kollegin Waltraud Wolf von der SPD-Fraktion.